Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Krummenab 2019. Wir fahren die Strecke jetzt einfach fertig, die wir gestern angefangen haben. Und geben auch direkt Gas und verlieren keine Zeit, wir sind ja eh schon verspätet. Und verlassen die Weinpromenade. Freiung. Freiung. Die tun sich aber auch Namen ausdenken. Hätte mir das nicht alles ausdenken können. Hätte er echt den Namen benutzt wahrscheinlich. Für meine Map. Oh, da ist ja schon die Freiung. Oh, macht ihnen was aus, wenn sie hinten einsteigen? Ach so, er läuft bis vor. Na gut. Wie sie wollen. Du auch noch. Du auch noch. Aber jetzt. Jetzt fahren wir weiter. 1,37 der Diesel. 1,37 der Diesel. Ziemlich günstig. Ne, was laber ich? 1,37 vor viel. Boah. Ich hab's ein bisschen mit dem Benzin verwechselt, aber auch da ist es teuer. Aber naja, ist ja durchschnittlich. Aber gerade eben in den letzten Tagen ist er sehr günstig geworden. Ja, ich kenne mich da aber auch nicht so richtig aus. Wo muss ich hin? Wo muss ich hier hin? Bensko Immobilien. Sim Bensko. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. 51 Dollar. Schon mal was von Bushaltestellen, Parkverbot gehört? Das gibt's doch nicht. Manche Leute checken es halt nie. Dass mir jetzt jemand reindrescht. Nee. Der wartet. Abzweig Mooslohe. Leichau. Leiche oder werden die Leichen versteckt? Oh, wieder eine Ampel. War ja auch nicht anders zu erwarten, ne? Sanfte Bremsungen mache ich hier, ne? Weil, wissen wir alle. Was machst du? Wow. Bist du doof? Was ist denn mit dir? Das gibt's doch nicht, echt, manche Leute. Eigentlich müsste ich jetzt aussteigen und dem schon meine Meinung sagen. Aber kann ich ja jetzt nicht. Kann ja weder aussteigen noch jemanden was meine Meinung geigen in diesem Spiel. Geht ja beides nicht. Polizei. Was ist denn hier los? So viel Polizei. Aber kein Polizeipräsidium. Schönficht Bahnhof. Übergang zur S-Bahn. Fuck you, Goethe. Regionalverkehr. Geil. Schönpflicht Bahnhof. Das ist die schöne Pflicht, ne? Jo. Oh oh, beim Fahrplan ändert sich das nicht. Außerdem ist hier erst der Abzweig. Hier ist doch Abzweig muss so, oder? Oder was ist hier? Ah, hier muss ich gar nicht halten. Deswegen vielleicht die Polizei die ganze Zeit. Justizvollzugsanstalt. Kommt hier. Ah doch, dann ist die nächste schon Schönpflicht, dann passt. Weil wenn dann keine mehr kommt, dann passt es schon. Das ist auch cool gemacht, war schön eng. Sag mir bitte, es ist grün. Ja. Und es bleibt auch grün. Ja, bleibt es, hoffentlich. Hoffentlich geht's so weiter. Ich hab Angst. Nach einer Scharfkurve. Ja, Schönpflicht. Ich erkenn's schon. Das gab es auch bei dem alten Promenade noch, aber es wurde dann irgendwie überarbeitet. Keine Ahnung. Ui, ist eine Achterbahnfahrt hier. Wow. Taxi. Ich fährst du so langsam, bremst den anderen aus.
Nur weil ich ein Bus bin, heißt das nicht, dass ich langsam fahre. Gibst du mir jetzt mal Platz? Danke. Kein Unfall gebaut, ne? Muss man auch dazu sagen. Die Busfahrer drehen eh alle durch. Dann darf ich da durch. Das ist aber nicht schön, Pflichtbahnhof. Ach, das ist Leichau. Ja, der Diebisch bin wieder verrückt. Oder vielleicht noch von den Einstellungen. So, steigen sie halt aus, wenn es ihnen nicht passt. Kommt die eh nirgends raus, also hier ist ja nichts. Ein Kinderwagenschalter. Alter. Nee, oder? Danke. Ein Kinderwagenschalter drücken, was denkt die, wer die ist? Haben wir überhaupt einen Kinderwagen im Bus drinne? Soweit ich weiß nicht, gibt es ja in diesem Spiel überhaupt nicht. Jetzt Übergang zur S-Bahn zum Regionalverkehr. Kraftstoffvorrat zu gering. Ups. Ja, nächste Tankstelle müssen wir gucken. Nächste teure Tankstelle. Ist mir noch nie passiert sowas. Gibt's doch nicht. Reparieren geht ja nicht, halt. Geht ja nicht. Nö. Schönpflicht. Schönficht. Ach so, Schönficht. Wer lesen kann, ist klein Vorteil, ne? Ja. Schönficht. Schönpflicht. Mein Bus ist im Arsch. Etwa 15. Ja, mein Gott, mach jetzt. Hab ich halt Verspätung, ist mir jetzt wurscht. Wenn der mir reinfährt, ist doch nicht meine Schuld. Das Spiel denkt auch nicht mit. Mit der Seescheiße. Dass man dann warten muss. Finde ich schon ein bisschen schwach. Hier ist schön Ficht. Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe über... Was habe ich hier bitte mitgenommen? Erklär's mir mal. Was habe ich hier mitgenommen? Störung Außenbeleuchtung. Ja, die Scheißbeleuchtung ist kaputt. Und jetzt? Wie wär's, wenn ich den Fahrplan dann einfach später mache? Intercity-Linie, Reißerdorf, so. 34. Und das ist um... 57. Um 51. 51. So, und wir sind wieder pünktlich. Wer sagt's denn? Und machen die Schotten dicht und fahren einfach weiter. Solange noch der Zug kommt. Ich nehme jetzt mal ganz stark aus, weil hier weiß man nie. Da habe ich immer Angst mit diesem blöden schönen Ficht. Weil da ist das Risiko schon sehr hoch, dass man da irgendwas mitnimmt, was man eigentlich nicht mitnimmt. Das Spiel will es so. Realistisch natürlich. Ich mag die Busse eh nicht. Also ich mag sie schon, aber nicht wegen dem. Deswegen finde ich es zum Kotzen, dass man da warten muss. Bremsen. Bremse ist auch scheiße von dem Bus. Hätte man auch besser machen können. Aber gut. Nicht der Rede wert. Freiheitsplatz. Schönpflichtkirche. Und ich habe Schönpflicht gelesen, die schöne Pflicht. Ja, wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ist was dran. Rum um die Kurve. Rum um die Kurven. Keiner da, ist doch schön. Können wir hier die linke Spur auch benutzen. I51, ups, salalalala. War. Wann nehmen wir durch diese engen Straßen hier? Das gibt's doch nicht. Was macht schon wieder so? Was habe ich jetzt schon wieder mitgenommen? Nix. Nüscht, genau. Nüscht. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich natürlich. Wildenau, oder was ist das? Wieso Freiheitsplatz? Hallo?
Da bin ich schon längst vorbei. Das war noch in der letzten Folge. Hallo. Bitte zügig ein- und aussteigen. Sorry. Stehst an der rechten Seite von der Tür, steigst aber links ein. Klar. Klingt auch logisch. Kann ich auch da gucken? Kann ich gucken, aber... Fahren ist, glaube ich, schlecht, da komme ich immer raus. Wildenau. Wildenau. Da waren wir gerade. Zankelhut. Und Wurf. Gut, jetzt stimme ich zu, dass ich den Bus kaputt gemacht habe. Jetzt stimme ich auch zu. Fern tut er aber immer noch. Hupe geht nicht mehr. Meine heißgeliebte Hupe. Und der Blinker geht auch nicht mehr, das geht gar nicht. Müssen wir wieder schnell reparieren. Wo muss ich jetzt hin? Reißerdorf nach rechts. Fahr doch. So. Was willst du mit deinem Kraftstoffverbrauch? Das geht schon. Mann. Mach mich zum Stress. Es ist natürlich noch 12, ist ja klar. Keine Zeit verloren. 20. Ach, das ist das Problem. Genau, wir kommen hier schon zur Zankelhaut. Zankelhut, nicht Kraut. Genau. Und jetzt sind wir wieder pünktlich. Blöde Fahrplan hier immer, das ist dasselbe. Fahr! Muss nicht abbremsen. Nee, das schaffst du es auch. Schaffst du mit dem 12-Meter-Bus, dann schaffst du es auch mit deinem gefühlt 50-Zentimeter-Bus, Auto. Keine Ahnung, wie lang ist der Bus? 12 Meter, glaube ich. Solo-Bus halt. Kann ich aber nicht so pauschal sagen. Keiner. Dann tschüss. Ja, natürlich die Störung aus der Beleuchtung. Noch was? Da ist eine Tankstelle. Sehr gut. Geht mit der Tür nicht mehr auf den Keks. Jetzt machen wir wieder Intercity. Nach der Zankelhut, was kommt danach? Da, Püchelsberg, keine Ahnung. Das ist 12.40 Uhr. Wir müssen eh nach links passen und da ist auch eine Tankstelle. Besser geht's gar nicht. Hier bin ich schon mal durchgefahren, im alten Kommenab noch damals. Jetzt muss ich hier rein. Komme ich hier wieder raus? Ja. Ach, schon tanken. Danke. Das sind wir los. Was ist denn das? Ist so umgekehrt, ja klar. Wie komme ich hier wieder raus? So. Zu eng. Ja.
Störung Außenbeleuchtung, wir wissen es. Ah, jetzt ist keine. Komisch. Mann, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt bewegt sich der Bus nicht mehr. Komm, fahr doch einfach durch jetzt. Und nerv nicht. Ja, das wusste ich. Das war eh klar. Das war sowas von klar. So. Und einmal jetzt so rum. Und so. Tankstelle kann man aber auch nicht dümmer bauen, ne? Ja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das war's. Ich fahre mich da schnell raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch hier an dieser Stelle. Und bis dahin. Ciao.